So, es geht los mit Pharao, A New Era, 4. März 2023 oder, wie man auch sagen könnte, Januar 20.649, bevor der Sohn eines Zimmermanns und einer Jungfrau geboren wird, aber das sind Science-Fiction-Geschichten aus unserer Zeit, das ist fernste Zukunft. Was wir machen müssen, Safe-Game wieder geladen, diesmal nicht pleite gehen, ist das höchste Ziel. Das heißt, wir haben hier vorne ein paar Edelsteinminen. Wir haben hier ein Dock. Wir setzen auf die anderen Seite. Pardon, kein Dock, eine Fähre. Nee, das ist das Dock. Und hier setzen wir eine Fähre rüber. Das machen wir schon mal. Stellen hier ein Warenlager hin, sammeln die Edelsteine, setzen Juweliere hin, versuchen Schmuck zu generieren. Okay? Ich weiß gar nicht auswendig, ob wir schon die Handelsrouten bei dem Spielstand gemacht hatten. Nee, noch nicht. Die kaufen uns Schmuck ein. Aber die wollen wir jetzt noch nicht kommen lassen, denn noch haben wir keine Edelsteine und Schmuck. Die sollen nicht jetzt schon zu uns ankommen und noch ist das Lager leer, da habe ich keinen Bock drauf. Mrs. Toffee, vielen Dank fürs erste Abo. Willkommen hier, Blumen aus dem Chat, an dich, neu bei uns. Mrs. Toffee, schön, dass du hier bist, meine Liebe. Was hatten wir hier vorne eingelagert? Ton, das ändern wir. Ich erinnere mich, wir wollten Ton importieren. Für das Level Up, für die Bürger, damit die dann Töpfer waren, das machen wir nicht. Ton können wir komischerweise, obwohl er viel Schlamm ist, nicht selber herstellen. Wir nehmen die Edelsteine hier an und wir nehmen den Schmuck hier an. Einmal Edelsteine, einmal Schmuck. Dann setzen wir hier noch ein weiteres Teil hier vorne hin. Dann machen wir eine Fähre auf die andere Seite. Einmal hier. Dann hier vorne rüber nach hier hin und ganz viele Edelsteine einsammeln. Straßenverbindungen bitte. Rüber. Das Lager ist ebenfalls für Edelsteine und für Schmuck. Wir machen eine halbe. Das Lager ist nur für Schmuck. Und das hier ist nur für Edelsteine, damit wir nicht durcheinander kommen. Damit wir das ein bisschen steuern können. Arbeitslosenquote ist bei 0. Oh, wir brauchen dringend mehr Wohnhäuser noch. Das ist doof. Wir brauchen neu mehr Arbeiter, sonst funktioniert das alles nicht. Hier vorne wird Landwirtschaft betrieben. Wir haben nur ein Silo. Nilometer zeigt mehr. Da ist ein Silo hier. Wir brauchen noch weitere Silos und noch mehr Bürger. Die Leute, die hier leben, brauchen gar nichts. Alles ist okay. Alles kommt langsam dazu. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Leute. Wir brauchen noch ein paar Häuser mehr auf der anderen Seite hier vorne. Das heißt, wir ziehen hier eine Straße runter. Hier hin. Hier kommen auch noch ein paar Wohnhäuser bitte hin. Gerne auch ein einfacher Ziehbrunnen schon mal. Kostet keinen Unterhalt. Sitter Zwerg, danke fürs 31. Abo hier. Demnächst brauchen wir mehr Silos. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen was. Willipa und die Götter. Osiris Ptah. Ein Fest für Ptah, bitte.
Wir hauen das Geld raus. Da laufen die Edelsteine. Soßenquote bei 42%. Das war das eben ein Anzeigefehler. Dann können wir ja sofort loslegen. Hier vorne werden die Edelsteine. Ich glaube, wie weit sind die mittlerweile schon? Kommen da oben hin. Da könnten wir oben schon Juweliere hinsetzen, ein paar. Steinbrüche, Sandsteinbrüche, Granit. Okay, Juwelier ist hier vorne. Hier vollkommen wirr gezogen. Das machen wir irgendwie anders. Die beiden rasen hier wieder weg. Ein Juwelier sucht Arbeitskräfte. Zwei Häuser sind da. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, die hohe Arbeitslosenquote sorgt nicht dafür, dass hier niemand hinziehen will. Wenn ja, haben wir ein Problem. Aber ich glaube, da kommen die Einwanderer. Das ist wichtig. Juwelier hat schon Waren. Top. Dann können wir noch ein paar mehr Juweliere hier hinsetzen. Noch einen hier vorne hin. Einen dort hinten hin. Sobald hier Leute sind, fangen wir auch hier mit den weiteren Edelsteinen hier an. Ja, das sind die ersten Mitarbeiter, sehr schön. Freuen sich für uns zu arbeiten, ich freue mich auch. Schulden. Deutlich noch mal mehr Juweliere. Arbeitskräfte sind ja da. Ein Verbindungsstück für Silo und Co. Eine Straße mit Sperre hier mal rübergezogen. Und jetzt mal kurz nachdenken. Also hier sind Arbeitskräfte. Hier ist das Edelsteinschmuck soll dort oben hin. Da können wir hier zwei Vierecke im Prinzip machen. Hier ein Viereck und hier oben ein Produktionsviereck. So könnten wir das machen. Das heißt, wir ziehen hier oben. Zwei, drei ist für ein Lagerhaus. 1, 2, 3, 1, 2 für sowas. Wir gehen hier mal lang. Machen hier noch eine Sperre hin. Und setzen hier haufenweise Juweliere hin. Hier lasse ich Platz für ein Warenlager nochmal. Einmal hier. Ich hoffe, der Eingang ist auf der richtigen Seite. Ist er nicht? Kostet sehr viel Geld hier. Sollte sich aber eigentlich lohnen. Wir gehen mal ganz auf Nummer sicher und setzen hier noch ein Häuschen hin auf die andere Seite. Oder deren zwei sogar. Zwei Hütten. Ein Architekt hier hin. Eine Feuerwehr hier hin. Architektieren kostet alles Geld. Arbeitslosenquote bei 27%. Gleich kommt Schmuck. Sobald Schmuck im Lager ist, legen wir los und eröffnen die Handelsroute.
Oh Gott, ich hoffe, wir haben nicht beim Händler nicht vom letzten Mal eingestellt, dass man Ton importieren kann. Man will ich nicht. Nicht handeln. So. Edelsteine alle exportieren über null. Schmuck alles exportieren über null. Edelsteine, sagen wir mal, alles über 600. Das sollte eigentlich schon klappen. Wir checken nochmal die Handelsrouten hier vorne. Das ist eine eingerichtete Seeroute für Edelsteine und für Schmuck. Es gibt sie schon. Ich habe das durcheinander gebracht. Eben. Die würden uns nichts abkaufen von dem, was wir gerade herstellen. Die würden uns auch Schmuck abkaufen. Wir müssen aber 1100 ausgeben. Möchten wir 2,5 verkaufen können. Das machen wir später. Und je weiter die weg sind, desto teurer. Kommt alles später. Jetzt hoffe ich mal auf erste Einnahmequellen, dass hier gleich mein Schiff vorbeikommt, Leute. Schmuck im Bazar stoppen, sicher ist sicher. Wir sollten eigentlich noch keine Nachfrage haben, aber wenn wir Pech haben, wird es hier gelagert. Sehr guter Hinweis, vielen Dank dafür. Wir haben bislang nur einen Bazar, ne? Genau, wir brauchen jetzt noch ein weiteres Silo irgendwo. Wo hatten wir das letzte Mal das Silo gebaut? Hier lang und hier vorne. Hier vorne ist ein Bazar. Hier wollten wir noch ein Bazar und Silo machen. Hier war es, glaube ich, ne? Oder was hier vorne? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Hier wollten wir die Stadt langfristig erweitern. Also könnten wir hier alles hinbauen. Setzen wir hier noch ein Silo hin. Da brauchen wir auch Arbeitskräfte. Die kommen von hier vorne. So, das geht. Ein Silo hier vorne hin, bitte. Mit alles annehmen, bitte. Minus 1530, ein üppiges Fest. Ptah segnet uns. Hier vorne fehlen noch die Edelsteine. Und noch eine Edelsteinmine. WB haut das Geld raus. 25% Arbeitslosenquote. Wir haben hier vorne noch keinen Architekten. Und eine Feuerwehr sicherheitshalber auch. Ist gar nicht ganz so wichtig, aber kostet auch nicht viel. Hier wird geschuftet. Wann kommt der Händler? Der Händler sollte eigentlich hier oben gleich kommen. Wenn kein Schiff kommt, heißt es Game Over. Wir hatten letztes Mal nach dem Laden des CF-Games das Problem, dass kein Schiff vorbeikam. Da hatten wir dann schon keine Schnitte. Also wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen durch das doppelte Laden von Safe Games kein Schiff vorbeikommt für die Handelsroute, dann gehen wir pleite. Dann war es das. Bei 5000 Ocken Schulden, bei minus 5000 ist es vorbei. Von hier sollten die kommen. Von hier oder von da. Von hier den Nil aufwärts halt. Denn hier, also ich sehe nur Krokodile bislang. Osiris segnet uns, das ist sehr nett, aber nur ein bisschen. Hier kommt gleich jede Menge Nahrung rein. Arbeitslosenquote bei 22%. Wenn jetzt hier kein Schiff kommt, Leute, dann war's das. Es kommt kein Schiff vorbei. Es kommt kein Schiff. Wir haben schon April, wir haben eine Handelsroute. Es kommt keiner vorbei zum Handeln. Könnte das ein Problem sein? Laden des Safe Games. Wir hatten im Januar das hier gestartet. Und dass nach dem Laden des Safe Games es mal ein Jahr warten muss oder so. Dass da irgendwo ein Bug drin ist. Weil es kommt, ich weiß, es ist ein bisschen zufallsgesteuert, aber es kommt kein Händler vorbei, Leute. Das war's gleich. Jede Menge Schmuck hier. Das macht mich jetzt echt ein bisschen fertig hier. Der minus 3. Wenn jetzt kein Schiff kommt, dann war's das. Ob das Dock Arbeitskräfte hat? Ja.
und wir haben Handel eingestellt mit allem. Der Doc darf mit allem handeln. Wir checken nochmal die Handelsroute hier vorne. Exportieren alles über 600 bei Edelsteinen. Wir gehen mal ganz auf Nummer sicher. Alles über 0. Alles raus bei Edelsteinen und bei Schmuck. 400 Schmuck ist da für den Verkauf. Leute, wenn jetzt kein Schiff kommt. Mai schon. Mensch, was macht das? Das macht mich jetzt aber echt fertig. Das ist so ein guter Plan hier. Wir haben voll auf Exportwirtschaft gesagt. Also letztes Mal kam das Schiff hier den Nil runtergefahren. Da kommt ein Händler. Ja! Osiris, Ptah, vor allem Ptah, ich danke dir, ich verehre dich. Leute, Blumen aus dem Chat für Ptah und Opfer. Gerne auch ein paar Menschenopfer. Ihr könnt gerne auf jemanden im Chat zeigen, den dann nennen. Also es können sich Leute freiwillig opfern. Nicht auf andere zeigen. Wer sich opfern will, um Ptah eine Ehre beizubringen, jetzt eine gute Gelegenheit, Leute. Blumen aus dem Chat für Ptah und bitte ein paar freiwillige Menschenopfer. Da kommt Handelsschiff. Was haben wir hier? Wie viel Schmuck ist da? Ich bin gar nicht nervös, nein. 600 Schmuck. Kann man hier sehen, wie viel das einbringt eigentlich? Achtung, da kommt das Schiff. Minus 4000. Bei minus 5000 ist Game Over. Da kommt der Händler. Und? Und Edelsteine sind auch da. Minus 3,7. Wir haben etwas Geld bekommen. Minus 3,6. Nimm den Schmuck doch. Nimm den Schmuck mit. Ja, Karren voller Schmuck. Minus 3. Minus 2,4. Das war alles. So, jetzt speichere ich einmal ab. Und jetzt müssen wir eine strategische Entscheidung treffen, Leute. Wir müssen die strategische Entscheidung treffen, ob wir es riskieren, eine zweite Handelsroute aufzumachen für Schmuck. Weil wir sagen, wir checken erstmal die Umstände, wir checken einmal die Händler. Das ist die Weltkarte hier. Und die Handelsroute läuft schon. Ach, die haben erst 800 Schmuck gekauft. Die können noch haufen, wenn noch ein Schiff kommt. Ja, komm, wir machen keine Handelsroute auf. Die andere Handelsroute war hier oben. Und die kostet 1100 für 2,5 Schmuck. Das könnten wir machen oder wir setzen einfach drauf, dass hier gleich noch ein Händler kommt. Bauen dürfen wir nichts mehr. Also es ist verblüffend, der hat wenig mitgenommen. Es war aber auch noch nicht viel im Lager. Die Frage ist, kommt er in diesem Jahr nochmal? Justus, danke fürs 13. Abo. Wenn er in diesem Jahr nicht nochmal vorbeikommt, ist er Mitte des Jahres, dann reicht das Geld nicht aus. Soll es riskieren, noch eine Handelsroute zu machen, Leute? 1100, sind wir bei 3,5. Sollen wir es mal machen? 1100? Geht nicht mit Schulden. Nein. Die Silos füllen sich allmählich. Wir könnten noch ein Silo bauen. Hier ein Bazar hier unten hin. Wie teuer ist der? Silos kosten richtig viel, 250 Ocken. Ein Bazar bitte hier vorne hin. Silos sind natürlich hart, die ganzen Arbeiter lungern hier rum, aber hier, wir sagen dem Silo bitte alles annehmen. Dann werden zumindest die sollten dann hier hinkommen, oder? Jetzt fahren die von da hinten da vorne hin. Kein Kommentar. Minus 3000. Kommt noch ein Händler. Das Händlerschiff fährt weg. Kommt da noch ein Händler dieses Jahr oder nicht? Also bis zum nächsten Jahr überleben wir nicht finanziell. Wenn er dieses Jahr nicht noch ein Schiff kommt, dann war's das, Leute.
Nein, keine Steuer eintreiben. Da müssen wir essen. Wohnhaus bauen und die Steuereintreiber. Da müssen wir viel Baukosten für raushauen. Und bislang leben wenig Leute und viele Arme von denen bei uns. Das machen wir nicht. Minus 3000. Wir könnten irgendwelche Wirtschaftszweige stilllegen, wenn wir sagen, die brauchen wir nicht. Aber welche? Ich wüsste nicht, was hier. Da ist ja kaum was, was Unkosten. Die können keine Baukosten mehr machen. Hier füllt sich alles mit Schmuck. Die können nichts mehr bauen? Nein, es gibt leider keine Minimap. Warum, verstehe ich auch nicht, Anne. Ist mir ein Rätsel. Es gibt nur mit M wie Map passiert, kommt die Weltkarte. Also ein Aufbaustrategie spielen, Citybuilder ohne Minimap. Schönes Spiel, aber das ist echt doof. Ich gehe mal bei der Geschwindigkeit eins rauf hier. Osiris segnet uns. Das ist mein minus 4000. Das darf doch nicht wahr sein. Wenn jetzt nicht, also Leute, wenn jetzt kann, viel ist aber noch nicht im Lager hier. Ein bisschen was. Was sagt denn die Finanzübersicht? Die Null, okay. Lohnkosten in diesem Jahr 816, Exportgewinne 1,5. Schuldzinsen, oh, in diesem Jahr 3000 Schuldzinsen. Dann sollte er echt gar keine Schulden machen, das hatte ich sogar. Da kommt noch mal ein Händler. Also im Nachhinein hätte ich gesagt, angesichts der unfassbaren Höhe der Schuldzinsen, wenn wir weniger gebaut hätten, gerade, hätten wir wahrscheinlich mehr verdient. Ich kann die Steuern erhöhen, Red Scavenger, kann ich machen. Wie, ich kann die Löhne senken, das können wir machen. Da ziehen ein paar Leute bei uns weg, aber wir haben ja Arbeitslosenquote. Minus 4,7, wenn er rechtzeitig ankommt, haben wir es, Leute. Bei 5000 ist Game Over. Minus 4,4. Minus 4,2. Minus 3,1, das reicht nicht aus. Boah, Leute, das reicht nicht aus. Die Schuldzinsen kosten uns Kopf und Kragen her. Es ist noch Potenzial da. Bei den Schuldzinsen schaffen wir das nicht. Wir könnten die Löhne senken, dann ziehen ein paar Leute bei uns weg. Wir senken mal geringfügig die, wo der entscheidende Posten sind, die Schuldzinsen, nicht die Löhne. Minus 3,1. Wenn, ich hoffe, in diesem Jahr kommt noch ein Händler. Minus 4, gleich ist vorbei. Wir hätten nicht in die Miesen gehen dürfen. Oder nur ein bisschen in die Miesen. Der ganze Bau der Exportindustrie, das ist zu viel Exportindustrie gewesen letztlich. Komischerweise, ne? Obwohl man denkt, das bringt eigentlich das Geld an. Ich habe ja fast nur Geld für Exportindustrie ausgegeben. Aber es bricht uns trotzdem den Hals, weil wir dafür, weil die Schuld, die Zinsquote eine so absurd hohe ist hier, ne? Und jetzt, also, ich glaube, wir holen uns denn das vorletzte Safe-Game nochmal und versuchen weniger zu bauen an Industrie. Hafenbereich nach Norden verschieben. Ja, dann müssten wir ja nochmal umbauen. Also kann man machen, natürlich. Minus 4,9. Gleich ist das Spiel vorbei. Guck mal hier. Da kommen wir nicht mehr raus. Selbst wenn hier ein Schiff kommt, es ist gleich Game Over. Das ist absurd. Wir versuchen es nochmal. Neuer Versuch. Neuer Versuch mit dem Safe-Cam hier.